Servus und hallo, mein Name ist Ben, herzlich willkommen zum neuen Video. Im heutigen Video geht es um eine Schleif- bzw. Pfeilhilfe. Ich habe schon vor einigen Monaten ein Video veröffentlicht, wie ich eine gebaut habe. Die hat mir auch gute Dienste erwiesen, aber sie war noch nicht optimal. Deshalb bauen wir heute eine neue, ein paar Modifikationen, wir machen ein klein bisschen schmäler und bauen ein paar Federn ein, sodass sie halt immer ein bisschen nur Druck bleibt. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie ich dabei vorgehe, bleibt doch einfach dran. Das war meine alte Schleifhilfe, die ich bisher verwendet habe. Sie hat ungefähr 4 cm Breite, 10 cm lang und war eigentlich nur zwei Platten, mit jeweils wo einmal durchgebohrt wurde, 6er Gewinde reingeschnitten. Hat auch soweit funktioniert. Sie wurde dann noch gehärtet, dass ich halt, wenn ich was feilen möchte, halt nichts an der Hilfe abtrage. Was mir halt nicht gefallen hat, ist, dass sie hier minimal Spiel hat. Das war nicht optimal. Und ich möchte hier an die Schrauben kleine Federn einbauen, dass sie halt immer unter Spannung bleibt, sodass sie von alleine geöffnet ist, wenn halt kein Messer drin ist. Und dafür habe ich jetzt einfach ein Stück Reststück, was ich habe, Messerstahl. Das ist der 2235, 13 cm lang, das hatte ich gerade hier rumfliegen. Das werden wir jetzt einmal mittig durchtrennen. Als nächstes werden wir bei einem unserer beiden Werkstücke, werden wir uns die Mitte anzeichnen. Das sind wir rund, wir nehmen als Messkante unsere Bezugskante, die schön gerade ist. Nehmen wir dann 1 cm auf beiden Seiten, dass wir einmal einen Strich ziehen können, dass die Löcher schön gleich sind. Einen schönen geraden Strich. Wir einmal mit einem Körner die Löcher einmal vorstanzen am oberen Werkstück, und den wir durchbohren. Ich habe jetzt hier kein spezielles Maß. Also wir haben hier knapp 2 cm Abstand von der Außenkante. Das machen wir dann hier auch ungefähr. Das ist aber nicht unbedingt relevant. Im Normalfall haben meine Messer maximal eine Breite von 6 cm, sodass ich hier wirklich genug Spiel habe, um es vernünftig verwenden zu können. Da ich zurzeit leider keinen Bohrschraubstock habe, werden wir einfach die zwei Werkstücke mit so kleinen Zierklemmen zusammenklemmen und dann können wir schön durch beide Materialien gleichzeitig durchbohren, ohne dass sie verrutschen. Ich habe jetzt die eine Hälfte eingespannt, indem wir jetzt das Gewinde schneiden. Ich habe hier einen ganz normalen M6er Gewindebohrer. Einfach darauf achten, dass ihr vorsichtig schneidet, dass euch der Bohrer nicht festklemmt oder abbricht. Und dann einfach ab und zu ein klein wenig zurück, dass sich halt die Späne, die ihr losgeschnitten habt, auch lösen können und nach oben weggetragen werden. Und dann ganz vorsichtig und gleichmäßig das Gewinde reinschneiden. Und wenn es so leicht geht wie hier, habt ihr das Gewinde gut geschnitten, dann könnt ihr einmal wieder komplett raus und dann beim nächsten noch wiederholen mit der ganzen Prozedur. Bei mir einmal im unteren Teil Gewinde, oben im 6er Loch, wo perfekt unsere Schraube durchpasst, das relativ spielfrei ist. Jetzt sollte, wenn wir alles richtig gemacht haben, beide Löcher gut übereinander passen, sodass die Schrauben einfach ganz locker reinzudrehen gehen, wie es jetzt hier der Fall ist. Gehen wir einen Bandschleifer, schleifen alle Kanten schön gerade, dass wir einfach überall eine ebene Fläche haben. Und dann wären wir schon so weit, dass wir es härten können. Wir haben jetzt alle Kanten schön sauber geschliffen. Wir haben jetzt überall schöne 90 Grad Kanten, dass wir auf beiden Seiten des Messers immer denselben Winkel haben. Jetzt werden wir das Material härten.
Es wird gehärtet bei 820 Grad, abgeschreckt im warmen Öl. Danach lassen wir es im Ofen, Backofen an bei 180 Grad für ungefähr 1,5 Stunden, dass wir eine Härte von 61 Schwappel haben. So, dass uns dann, wenn wir mit der Feile drüber fahren, kein Material tragen und viel lange und viel Freude an der Schleifhüfe haben. Unsere Schleifhüfenteile sind jetzt im Ofen. Wir haben ungefähr bei der Materialstärke von 3,2 mm eine Haltezeit von 10 bis 15 Minuten, so dass der Stahl wirklich komplett durchgeglüht ist und wir das optimale Härteergebnis erzielen können. Danach wird es hier im warmen Öl abgeschreckt und das war's dann schon. Schon ein paar Sekunden das Werkstück im Öl lassen, dass halt alles schön gleichmäßig abkühlt. Schläge es danach immer hier auf meinen kleinen Amboss einfach, dass es halt ein bisschen schneller abkühlt und die Wärme schneller verliert. Und natürlich immer probieren, möglichst schnell abzuschrecken, weil das Werkstück natürlich relativ viel Wärme verliert auf dem Weg vom Ofen zum Öl. Also auch immer probieren, eine möglichst kurze Strecke zu haben, dass ihr halt, wie gesagt, das beste Härteergebnis erzielen könnt. So, am einfachsten überprüft man die Härte eines Werkstücks, man nimmt eine handelsübliche Feile. Wenn es drüber gleitet und sich ein bisschen glasig anhört, dann ist das gut. Das überprüfen kann auf das zweite Stück, das hat sogar schon abgekühlt. Es ist hart und jetzt kann es angelassen werden. Die Teile unserer Schleife wurden jetzt erfolgreich angelassen. Ich habe im Baumarkt zwei kleine Federn besorgt, die auf Druck funktionieren. Da schneiden wir jetzt jeweils ungefähr so einen halben Zentimeter ab. Und wenn wir einfach einmal alles zusammensetzen, dann sind wir soweit schon fertig. So, nachdem wir alles zusammengesetzt haben, sieht es wie folgt aus. Die Federn halten es unter Spannung, sodass es halt immer von allein geöffnet ist. Wir können optimal ein Messer einführen. Dann wird es einfach zugeschraubt und es hält. Also diese Schleife erfüllt zwei Funktionen. Einmal, wenn ihr ein Messer mit verstecktem Erl habt, um die Kante hier schön gerade zu schleifen, könnt ihr drüber fahren, dass ihr exakt auf beiden Seiten gleich seid. Also wenn ihr dann den Übergang habt vom Messer zu Griff, das halt optimal schön flach und gerade ist, dass ihr einen schönen Übergang habt. Deshalb, das ist auch der Grund, warum ich unsere Hilfe gehärtet habe, weil ansonsten würde ihr ja jedes Mal mit der Feile Material abtragen und die Kante wäre nicht mehr gerade. Da wir es gehärtet haben, kann die Feile kein Material abtragen, da der Stahl natürlich hart ist und dementsprechend bleibt es halt immer schön gerade. Jetzt seht ihr, wir kriegen dann hier eine schöne gerade Kante hin auf beiden Seiten, sodass wir halt wirklich einen perfekten Übergang haben vom Messer zum Griff später bei versteckten Erl. Der zweite Vorteil von dieser Schleifhilfe ist, dass wenn ihr eure Anschliffe frei Hand macht, so wie ich das tue, dass ihr den Vorteil habt, dass bei beiden Seiten der Klinge immer der Anschliff direkt gleich anfängt. Es gibt einfach ein sauberes Ergebnis und sieht einfach viel schöner aus. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren für mehr Videos, was den Messerbau betrifft. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen. Euer Ben.